Hallihallo und herzlich willkommen zum Let's Help zu Mountain Blade Warband Diplomacy die Mod. Ja, ich hatte ja letztes Jahr schon ein Warband Mod gemacht, ein Let's Play gemacht und kam relativ gut an. Darum möchte ich heute gerne ein Let's Help dazu anfangen, um euch ein bisschen in das eher umfangreiche und ein bisschen schwer zu verstehende Spiel einzuweisen und ja, und euch dann das richtig Spannende zu zeigen, was das Spiel Mountain Blade Warband auch so ausmacht. Es ist ein richtig gutes Spiel und ja, extrem viel zu machen und einfach nur nice. So, wir werden es so spielen. Also das letzte Mal habe ich es eher Richtung Kriege gemacht. Heute, also in diesem Let's Play, möchte ich es gerne Richtung Diplomat, Richtung Erkunder und machen und lasse die Einheiten kämpfen. Und ja, aus in den Turnieren werde ich wahrscheinlich mich nie oder fast nie einmischen, außer ich brauche ein bisschen Erfahrung. Aber das bekommt man auch durch Quests und solche Sachen. Und da müssen wir das nicht machen. Ja, das Spiel ist, wenn man selber kriege, ist relativ einfach. Und das will ich jetzt nicht unbedingt machen. Ich will euch zeigen, wie man es richtig intelligent spielt und auch so, wie es eigentlich gewollt ist. Und ja. So, der Diplomacy-Mod fügt vielerlei neue Sachen für Diplomaten ein und eine super deutsche Übersetzung. Und ich hoffe, es gibt noch vieles mehr. Mehr habe ich jetzt noch nicht rausgekriegt. Ich habe nicht alles gelesen, als ich ihn gedownloadet habe. Ich habe mega lange nach einer deutschen Übersetzung zu Warband gesucht. Also eine, die besser ist als das Hauptspiel. Und habe es nicht gefunden. Alle Download-Links waren schon weg, also down, oder? Und deshalb habe ich diesen Mod gedownloadet, weil es eine deutsche Übersetzung für diesen Mod gibt und der ist sehr gut und übersetzt auch das Hauptspiel richtig gut. Okay, das Tutorial werde ich nicht zeigen, das ist einfach so in einem Trainingsgelände, wird alles gezeigt, wie die Steuerung geht und so. Aber das müssen wir nicht sehen. Ich zeige. Ja, die Steuerung ist jetzt eigentlich bei mir relativ anders, dann muss ich jetzt die Steuerung nicht unbedingt zeigen. Ich habe sie einfach so Richtung Skyrim, die Steuerung Richtung Skyrim und irgendwie ein Strategiespiel gemacht, wie zum Beispiel Age of Empires oder sonst irgendwie Rome Total War. Ja, also okay, machen wir ein neues Spiel. Tipp 2. Pferde und Soldaten sind bei irgendwas. Okay. Willkommen bei Diplomacy für Mountain Blade Warband Abenteuer. Bevor ihr das Spiel beginnen könnt, müsst ihr einen Charakter erstellen. Vergesst nicht, dass ihr im Spiel eine traditionelle mittelalterliche Gesellschaft dargestellt wird, in der Krieg und Politik üblicherweise von den männlichen Adligen dominiert werden. Das sollte euch aber nicht davon abschrecken, einen weiblichen Charakter zu spielen oder einen gemeinen. Männliche Adlige haben es bei Spielbeginn zwar etwas leichter, doch Frauen und Gemeine können dieselbe Ziele erreichen und deren Spiel kann sich weitaus interessanter gestalten, wenn anfangs auch etwas schwer. Okay, interessant. Wählt das Geschlecht eures Charakters aus. Ja, wir werden männlich spielen, ich mag nicht gern so weibliche Ding, Helden und so. Damen männlich. Okay. Ihr wurdet vor vielen Jahren in einem fernen Land geboren. Euer Vater war ein verarmter Adliger, ein Handelsreisender, ein Kriegsveteran, ein Jäger oder ein Steppennomade oder ein Dieb. Ja, ein Adliger ist eher für Diplomaten oder die gut ankommen wollen. Ein Handelsreisender ist eher für Händler, ein Kriegsveteran eher für Krieger, ein Jäger eher für Bogenschützen, ein Steppennomade eher für Reiter und Bogenschützen, also reitende Bogenschützen, oder ein Dieb, das ist ja eher, ja, irgendwie
für bösere Leute oder so. Und wo die Fähigkeiten Richtung Dieb aus machen wollen. Wir nehmen den Adligen, wir wollen ja Diplomat werden. So. Ihr kommt als Sohn einer verarmten Adelsfamilie auf die Welt. Euer einziger Besitz war das Haus, in dem eure Eltern lebten. Doch trotz ihrer Unbillen sparte sich eure Familie eine gute Erziehung für euch vom Munde ab und beredete euch vor frühester Kindheit an auf die Prüfung des Lebens als Aristokrat und am Hofe vor. Sobald ihr sprechen und laufen konntet, begannt ihr die Welt zu erlernen. Ihr verbrachtet eure frühen Jahre als Page am Hof eines Adligen, Lehrling eines Handwerkers, Ladenverkäufer, Gassenkind oder Steppenkind. Page am Hof eines Adligen ist eben eher für Diplomaten, Lehrling eines Handwerks eher für Händler oder ja, Baumeister, Ladenverkäufer. Ah, das ist für Handwerker und das ist eher für Verkäufer, das ist eher für Leute, die ja ein bisschen kämpfen wollen oder so. Und Steppenkind ist eher so fürs Reiten und Bogenschießen zuständig. Also das Gassenkind ist eher, ja, ist auch für dazu da, so flink zu sein. Nein, ich ist wahrscheinlich Steppenkind, aber ja, da könnt ihr mir gerne auspassen. Also dürft mir Sachen, die ich nicht ganz so gut oder falsch sage, könnt ihr natürlich sehr gerne ausbessern. Und ja, also, aber ich weiß es, ich nehme den Park schon am Hof eines Adligen, weil wir ja eben Diplomat sind. Als Junge, gerade den Kinderschuhen entwachsen, sandte man euch an den Hof einer der Aristokraten des Landes. Dort erhieltet ihr euren ersten Unterricht in Demut im Dienste der Fürsten und Fürstinnen des Hauses. Doch durch ihre Schachpartien, ihren Klatsch und selbst durch die Gedichte, die von großen Taten höfischer Liebe sangen, begann ihr schnell und viel über die Erwachsenenwelt mit ihren Konflikten und Wettbewerben zu erlernen. Auch zogt ihr Lehren aus dem rauen Spielen der anderen Kinder, die sich in Nachahmung der Schwerter ihrer Aktvorderen mit Stöcken schlugen. Als junge Erwachsene wandelte sich euer Leben. Ihr wurdet einen Junker, einen Troubadour, einen Universitätsstudent, ein fliegender Händler, ein Schmied oder ein Wilder. Ein Junker ist wahrscheinlich eher so für Krieger. Ein Troubadour, da müsste irgendwie so Richtung Musik oder so, weiß auch nicht, was das für Fähigkeiten gibt. Ein Universitätsstudent ist eher wieder fürs Lernen, also Diplomat oder sonst irgendwelche. Ein fliegender Händler ist, ja, wie der Name schon sagt, Händler. Ein Schmied ist eher für, auch für den Kampf, also ein bisschen mehr defensiv und so. Und ein Wilder ist wieder eher Bogenschützen, Reiten und schneller Rennen, Laufen, Reiten und so weiter. Okay, ein Universitätsstudent passt am besten zum Diplomat, nehmen wir den. So, obwohl die Unterscheidungen euch wenig bedeutete, wurde ihr irgendwann Mann und die ganze Welt schien sich um euch herum zu ändern. Ihr wurdet Student an der Universität einer der großen Städte, wo ihr Theologie, Philosophie und Medizin erlerntet. Doch nicht alle eure Lektionen wurden in den Hörsaal gegeben. Vielleicht habt ihr euch euren Kameraden angeschlossen, als sie die Gassen auf der Suche nach Wein, Weib und einer zukünftigen Keilerei durchströmten. Vielleicht auch nicht. Doch könntet ihr auf alle Fälle beobachten, wie ein gebrochener Kiefer gerichtet wird oder wie ein erzürnter Bürger überredet werden kann, seine Keule niederzulegen und Barmünze als Abfindung für die Zerstörung seines Ladens anzunehmen. Aber schon bald ändert sich alles und ihr beschlosst, es auf eigene Faust als Abenteuer zu versuchen. Der Grund für diese Entscheidung war Rache, der Verlust eines geliebten Menschen, Wanderlust, Hinauswurf aus dem eigenen Heim, Verlangen nach Geld und Macht. Ja, Rache ist eher für Krieger. Der Verlust eines geliebten Menschen ist eher für intelligente Menschen und für
die halt, ja, ja, kann man jetzt nicht so viel darüber sagen, einfach die Intelligenz-Sachen pusht es. Wanderlust ist ja eher für Erkundung und schneller Laufen und so. Hinauswurf aus dem eigenen Heim ist jetzt etwas, was ich jetzt nicht weiß. Verlangen nach Geld und Macht ist dann eher für die finanziellen Fähigkeiten. Wie zum Beispiel schnell mehr Geld bekommen durch den Verkauf und so. Also wir müssen das nehmen, also ich will das nehmen. Das ist am besten, weil es eben die Intelligenz pusht. Nur ihr wisst genau, was euch dazu gebracht, eure alten Leben aufzugeben und ein Abenteuer zu werden. Ihr könnt nur sagen, dass ihr nicht länger bleiben könnt. Nicht mit dem schmerzhaften Erinnerungen an die einst so geliebten Menschen. Vielleicht wird euer neues Leben euch das Vergessen lehren oder den Namen ehren, den ihr nicht länger aussprechen könnt. Dieses Deutsch, das Altdeutsch und so, ist ein bisschen schwer für mich aus Schweiz. Aber schon gut. Ja, an den Sachen, die geschrieben werden, merke ich, dass Reichtum und Macht nicht immer das Beste ist, oder? Dass es sehr viele negative Sachen nach hat. Dass man einfach dann richtig ins Böse reingezogen wird und ja. Aber wir wollen so nett wie möglich sein in diesem Spiel. Aber ich werde mich dann auch mal in die böse Seite bringen. Ich werde, sobald wahrscheinlich ich ein eigenes Reich mache, Richtung böse gehen. Weil ich dann einfach Krieg will. Und ja, aber zuerst muss man ja das Volk ein bisschen verstärken und so. Ich weiß es nicht. Also da könnt ihr auch ein bisschen entscheiden, ob wann ich ein bisschen böse sein wollen soll oder ob ich überhaupt böse sein soll oder ob ich ein neues Spiel anfangen soll, wo ich stärker wird, also stärker wird, böse bin und dadurch selbst stärker wird, weil ich ja dann die Kampffähigkeit steigere und so weiter. Aber das, ja, das kann dir entscheiden, wie auch vieles in diesem Let's Play. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch bis jetzt, auch wenn es nur geschrieben wurde. Ich kann natürlich, ja, ich mache jetzt natürlich weiter und ja, so viel zu lesen ist jetzt auch nicht. Also das Spiel ist hauptsächlich schon lesen, aber ich muss ja jetzt nicht jedes Mal alles wiederholen und so. Also nur der Anfang wird wahrscheinlich ein bisschen leserhaft. Tut mir leid, aber das Game ist heute so. Okay. Werdet ein Abenteurer und reitet eure Bestimmung entgegen. So. Da wir irgendwie Park auf einem Hof eines Adligen oder irgendwie die Eltern sind bekannt oder so ausgewählt haben, können wir hier eine Flagge wählen. Es gibt ganz viele. Und ich will am besten eigentlich ist das meine Flagge, die ist mir irgendwie langsam ein bisschen langweilig. Da möchte ich gern nichts mit Schwert, eher etwas mit, das ist relativ schön mit dem Drachen, das passt zu mir. Naja, diese Flaggen sind ein bisschen eintönig. So ein Ding oder ähnliches. Es ist schwer. So etwas ist schwer. Die Auswahl ist nicht leicht. Das sind alles eigentlich relativ schöne. So ist auch relativ schön. So, gelb ist natürlich eher Deutschland. Ah, ich kann auch Deutschland nehmen, ja. Oh, hier war eine schöne. Ja, nicht ganz.